Okay, ich war dann in größeren Ort verstecken spielen. Und dann habe ich einen Krebs gejagt und bin schließlich hier gelandet. Und ich wusste nicht mehr, wo ich war und habe den Rückweg nicht gefunden. Sehr gut, ich bin jetzt bei dir. Asane! Fräulein Fräsia. Hä? Sie sind etwa den ganzen Weg hierher hochgeklettert? Wir haben, sagt der Mann, dass du hier bist. Wie oft habe ich dir doch gesagt, dass dieser Ort tabu ist? Es tut mir so leid. Ich bin so froh, dass hier nichts passiert ist. Autsch, oh mein Rücken. Sie sind bestimmt erschöpft. In ihrem Alter sollten sie nicht so viel zumuten. Hihi. Was ist so witzig? Ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Endlich habe ich dich gefunden. Hallöchen. Du bist doch Nero, oder? Was machst du hier? Was wollt dich suchen? Natürlich, du bist doch unser Hybrid-Kollege. Na, wie sieht's aus? Schließt du dich uns an? Ich mich euch anschließen, nachdem ich diese unschuldige Stadt zerstört hat? Was denn dein Problem? Du bist doch ein Hybrid, oder etwa nicht? Warum hast du überhaupt Mitgefühl mit diesen Tieren? Tieren? Fräulein Fräsia, die Kinder und ich, wir sind alles Personen. Ha, du bist echt witzig. Und was wäre, wenn ich deine geliebten Tierchen einfach von deinen Augen zerquetschen würde? Das würde ich nicht wagen. Das würde ich nicht zulassen, niemals. Fräulein Fräsia, kommen Sie auf keinen Fall näher, das ist gefährlich. Ich werde euch alle beiseite... nur über meine Leiche. Dieses Gefühl. Trance? Warum musst du mir bei meiner Tierjagd in die Quere kommen? Laber nicht, jetzt musst du an mir vorbei. Los, komm schon. Wenn du unbedingt darauf bestehst, dann spiele ich eben dein bescheuertes Spiel mit. Aber glaub nicht, dass deine Kraft allein reicht, um mich zu besiegen. was war jetzt mit den Trance? Ich bin wieder normal? Was ist los, war das etwa alles? Vielleicht ist dein Schwachpunkt die Verbindung zu den Tieren. Soll ich sie kappen? Ja. Asi. Nein, nicht. Scheiße, der wurde modifiziert. Red! L! Ich hab dir deinen Power Boost mitgebracht, den du gut gebrauchen kannst. Kämpfe hermit. Ist das mein Dark? Dark MK2. Die Steuerung ist im Prinzip gleich. Aber er hat ein paar neue Funktionen. Brauchst du mehr Infos? Erzähl mir alles. Wenn du mit dem Dark MK2 infos, drücke gleichzeitig das Steuerkreuz um, einen speziellen Move-Wurf auszuführen. Hüftgriff, Hyperzieher, Bodengriff, Riesendreher. Da sind wir wohl gerade noch rechtzeitig gekommen, Red. Boah. Das Ding geht doch total ab. Hast du etwa vor, mit diesem Schrottroboter gegen meinen Zairita zu kämpfen? Ich glaube, mehr als diese Schatten brauche ich nicht, um dich zu erledigen. Wir werden ja sehen, wie schrottig mein Dark MK2 wirklich ist. Worauf warten wir? Ey, das ist richtig geil jetzt.
Debil! Ey, das ist richtig heftig jetzt. Die neuen Moves von ihm. Interessant, mal gut, dann spiele ich jetzt mit dir. Versuch's doch, Nero. Und was kommt jetzt von dir? Hallo, richtig runter, verdammte Scheiße. Fall ins Wasser, verdammte Scheiße. Keiner hat Bock auf dich. Gestoppt. Und das kriegst du auch noch. Gratis Paket. Scheiße. Wie stark. Verdammt stark. Nee, ich bin auch bald tot. Komm, explodier mal. Wir sind gleich, ich glaube, gerade mal gleich auf. Ich darf mich nicht so dumm anstellen. Ey, wir haben echt gleich viel, wenn ich das gerade so angucke. Aufpassen. Und das kriegst du auch noch rein. Geschafft. Boah, das war knapp. Nicht schlecht. Na schön, fürs Erste werde ich dich gehen lassen. Aber du bist ein Hybrid. Du wirst dich uns anschließen. Eines Tages. Doch will ich nicht wetten. Vergiss nicht, den Befehl wirst du nicht widersetzen können. Bis bald. Den Befehl? Okay, jetzt kann ich die ganzen Dinger holen, oder? Jetzt will ich die ganzen Dinger holen können. Red, bist du in Ordnung? Scheiße, wurde in Facebook angeschrieben. Tut mir leid, aber ich habe sie. Habe ich sie eben sehr erschreckt? Die Leiterin des Weißen Hauses, wo du aufgewachsen bist, würde ganz sicher das Gleiche sagen. Du bist immer noch der gleiche, ehrliche Red, den wir kennengelernt haben. Meinen Sie? Haha. Vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Danke, Red. Ach, keine Ursache. Sollen wir nach Hause gehen, Red? Ja, auf jeden Fall. Elle, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Kein Problem, los, gehen wir. Wie gehen wir? Ficken? Hallo, ich will dahin. Ich will wieder zurück. Anscheinend hast du keine physischen Schäden davon getragen. Du hast mich gemacht, oder? Heißt das, du bist meine Mutter? Ich habe meine eigenen Zellen benutzt, um dich zu erschaffen. Also sind wir vom biologischen Standpunkt aus gesehen in gewisser Weise verwandt. Danke, dass du meine Gitarre frisiert hast. Das hat mir echt den Schweif gerettet. Hättest du schon immer vor, den MK2 zu bauen? Neros und Blancos Roboter, Blancs Roboter sind auch die Interfaces, über die sie die Marine kontrollieren. Der MK2 verfügt über dieselbe Funktion, aber du musst dich in Trance befinden. Das war also der Grund, warum ich lernen sollte, die Trance zu kontrollieren.
Dein Catcher ist mit einem Generator ausgestattet, der gemäß deiner Testergebnisse angepasst wurde. Dadurch sollte es für dich leichter sein, in Trance zu fallen. Führe Kombos und aus und besiege Gegner, um die Trance-Leiste auszufüllen. Wenn die Leiste voll ist, drücke L- und R-Taste gleichzeitig, um die Trance zu fallen. Halte während der Trance den A-Knopf, um aufzuladen und dann einen Blitzersperr abzufeuern. Blitzersperr. Außerdem bin ich froh, dass der Dark die Rolle erfüllt hat, die ich ihm zugedacht habe. Welche Rolle sollte er denn spielen? Er sollte dich beschützen. Ach, lassen wir das. Das ist wirklich unlogisch. Ich bin zwar nur wenige Male in Trance gefallen, aber es passiert immer dann, wenn ich um jeden Preis jemanden beschützen wollte. Fräulein Frisi war heute auch beinahe gestorben, weil sie Asane beschützen wollte. Unglaublich, es kann passieren, wenn man jemanden beschützen möchte, oder? Das ist eine höchst unwissenschaftliche Theorie, aber irgendwie gefällt sie mir. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt wissen muss. Bin ich genauso wie die anderen beiden? Bin ich der gleiche Hybrid? Nero und Blank waren von Anfang an darauf angelegt, perfekt zu sein. Perfekt? Brett, ich habe dich mit Absicht nicht perfektioniert. Gerade deswegen würdest du andere um Hilfe bitten, um Rat zu fragen. Dadurch konntest du dich in einem Maß verwachsen, das ich niemals hätte vorausberechnen können. Gewachsen? Ich? Falls ich mich irren sollte, wird die Welt untergehen, so wie er es geplant hat. Er, das ist der Mann, der alles zerstören will. Er heißt Bayon. Bayon? Mein Mentor, meine Neugier und meine Gier brachten mich dazu, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist das Original der Hybriden. Ein Überbleibsel und ein Assassine aus der alten Welt. Die alte Welt? Unter diesen Inseln erstreckt sich das weite und unerdrückliche Plasmawolkenmeer. Aber tief unterhalb des Meeres existiert die alte Welt, nämlich die Erde. WTF! Warte! Warte. Soll ich das jetzt so verstehen, dass die hier so gesagt Abkommen von Menschen sind und die Menschen auf der Erde sind und die leben über der Erde? WTF. Ich kann immer noch nicht glauben, dass unter den Wolken mir eine ganze Welt existieren soll. Dort gewittert es so heftig, dass es schon gefährlich ist, auch nur in der Nähe zu kommen. Beluga ist bereits nach Mao geflogen, um mehr darüber zu erfinden. Er sucht außerdem nach Hinweisen, wie man zur Erde gelangen kann. Was wissen wir über Mao? Es ist das heilige Land sowie das Übungsgelände von der Oshilasama-Religion. Ach, verdammte Scheiße. In unserem Dorf folgten wir auch den Oshilasama-Lehrern. Sie erklären, wie man Nono, die Quelle der Macht meiner Zaubersprüche, benutzt. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass auch wir als nächstes Mao ansteuern. Hoffentlich finden wir dort nützliche Hinweise über die Erde. Die Erde also. Einfach mal WTF. Die alte Welt Erde? Eine ganze Welt existiert unter dem Wolkenmeer? Dort soll Bayon, das Original der Hybriden, entwickelt worden sein. Von dort kamen auch die Amulette und die Kristallsteine zu uns, nach oben. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass auch Tartarus von dort stammt. Tartarus? Red, du hast zwar mittlerweile die Fähigkeit entwickelt, die Toren zu benutzen, aber du warst bisher noch nicht in der Lage, eine Machina zu kontrollieren. Deshalb müssen wir zur Erde fliegen und dort und Daten über Tartarus sammeln. Wisst ihr, Paladine vielleicht mehr darüber? Leider nein. Mehr als das, was Melville sagt, wissen wir auch nicht. Vielleicht sind wir in den uralten Ruinen noch mehr Informationen versteckt. Ruinen? Wo sind welche denn? Der erste Ort, den mir spontan einfällt, ist Mao. Dann bitte ich euch, nach Mao zu fliegen und dort nachzuforschen. Obra will sich an den Fersen der Hybriden und unseren anderen Gegnern heften. Okay. Und wir sehen uns im nächsten Part.